Hallo, da bin ich wieder. Wieder unterwegs. Und das bei heute mal ein bisschen besseren Wetter. Ja, ich bin jetzt hier an der Isar, südlich von Mittenwald im Naturschutzgebiet Riedbogen. Das Wetter sieht ja echt ganz gut aus. Also nichts wie los. Und zwar möchte ich heute mal ins schöne Karwendelgebirge fahren. Und zwar ins Hinterauftal zur Kastenalm. Soll ja ganz schön sein. Auch nicht so viele Höhenmeter haben. Aber lang ist es trotzdem, sind ja doch 22 Kilometer eine Tour. Also, ich hoffe, es wird eine schöne Tour werden, also viel Spaß dabei. Ja, hier ist es schon ganz schön. Ach, jetzt geht es erstmal nach Scharnitz. Immer hier weiter durch den Riedboden. Ein ganzes Stück. Ja, wie man am Wetter sieht, so ein bisschen wolkig ist es ja. Gewitter sind heute auch nicht ausgeschlossen. Deswegen sind auch die Regenklamotten mit und ist der Rucksack doch ganz schön voll geworden dadurch. Aber ich hoffe mal nicht heute. Kann ja auch mal ohne Regen gehen, oder? Hier befinde ich mich jetzt an der Porta Claudia, eine alte Befestigungsanlage bei Scharnitz. Da ist aber nicht mehr viel von über. Hat einstmal das ganze Tal blockiert sozusagen. Nun befinde ich mich hier in Scharnitz, das westliche Tor ins Karwendelgebirge. Das östliche ist ja Pertisau, da war ich ja letztes Jahr mal. War auch sehr toll da. So, jetzt geht's da rein, wo die auch reinfahren. Da will ich auch rein. Und ja, verkehrsmäßig ist hier jetzt auch nicht weniger geworden, seit die hier so einen großen Tunnel gebaut haben, so einen Umgehungstunnel. Ich glaube, da haben die sehr aufgeatmet hier. Ja, man merkt hier, was ein Eldorado für Mountainbiker. Ganz schön viel los
Aber es kommt auch davon, weil die Wege ja auch ziemlich lang sind. Das sind jetzt noch 13 Kilometer bis zur Kastenalm zum Beispiel. Und in andere Täler rein ist es auch nicht viel kürzer. Also zu Fuß wäre schon ganz schön lang. Ja, die Leute mit dem Strom, die fahren wieder so easy hier hoch, aber ich mache das per Muskelkraft, wie sich das gehört, wenn man jung ist und noch kann. Nun stehe ich hier hoch über der Isar, so eine tolle Schlucht hier, und da drüben, den Weg, den man da sieht, da kann man auch hochradeln. Das ist auch ein Tal, wo man reinradeln kann, aber nicht heute. Da kann man sich doch vielleicht noch mal überlegen, da reinzufahren. Zwar nicht heute, ein andermal, weil da drüben ist der richtige Fahrweg. Das andere war der Klammweg, nur für Fußgänger. Also, vielleicht doch machbar, aber nicht heute. So, jetzt fährt man auch wieder direkt an der Isar. Wunderschön hier das Tal, mittendrin im Karwendel. Aber leider ein bisschen wolkig, aber eigentlich auch wieder schön. Es ist nicht so heiß heute dadurch. Das ist schon eine reine Radautobahn hier geworden. Aber 80% davon ungefähr sind E-Bikes und nicht nur Mountainbikes. Ich würde sagen, die haben noch ein bisschen mehr vor. Ja, sehr schön hier. Wow. Man kann es wieder sagen, mein schönes Wort, was ich immer sage. Ich sage es auch mal wieder. Wahnsinn. Echt toll. Ja, die Isar, die ist ja eigentlich noch gar nicht so alt hier. Man kommt schon bald an den Ursprung. Der Isar. Da sind ganz viele Karstquellen, wo das raussprudelt.
Ganz viel Wasser kommt da raus. Deswegen ist es jetzt schon so groß. Schauen wir mal. Bis zur Kastenalm sind es auch nur noch 6 Kilometer. Also geht noch. Das zieht aber die Leute an hier, die Steinmännchen. Nun bin ich hier bei den Isarquellen. Hier läuft ordentlich Wasser. Durch den vielen Regen des letzten Tages ist es ordentlich gefüllt alles. Und das fällt hier überall raus. Das war jetzt der Isar-Ursprung. Jetzt ist es auch nur noch 1,5 Kilometer bis zur Kastenalm. Dieses Geräusch, das gehört doch zu den Alpen, oder? Ah, hier ist der Parkplatz für die Mountainbikes, für die Kastenalm. Da muss man weiter zu Fuß gehen. Sehr schön gelegen hier. Sehr schön. Aber doch eine gescheite Brotzeit. Schöne Pause hier. Nun wieder zurück zum Parkplatz. Ja, jetzt bin ich wieder beim Fahrrad. Ja, wunderschöner Tag. Boah,
bis hierhin war ja noch alles einfach. Hier würde man auch ohne Strom leicht hinschaffen. Aber was soll ich sagen bei diesem schönen Wetter? Ich bin jetzt gestärkt. Ich muss noch eigentlich noch nicht umdrehen. Es gibt noch eine Stelle, wo man hinfahren kann. Ist aber so eine kleine Herausforderung. Zu Hallanger Alm bzw. Hütte. Das wäre nochmal 550 Höhenmeter hoch. Ganz schön steil. Vielleicht muss ich auch schieben, aber das Wetter ist so gut. Probieren kann man es ja wohl, oder? Da kommen wir schon wieder einige runter. Also mehr als probieren kann man ja nicht. Verdammt. Kein Wunder, hier kommen nicht mehr so viele Radler vorbei. Das ist steil. Ich glaube, da werde ich bestimmt gleich schieben. Boah. Schöne Aussicht. Oh, das geht hier über 20%, 23, 24. Boah, aber die Aussicht ist ja wohl wieder klasse. Oh, yeah. Oh, war ein Steilstück. Auch Schieben strengt an. Das Elend habe ich aber jetzt nicht gefilmt. Aber ich glaube, man ist jetzt froh, wenn es mal 11-12% plus blind sind. So wie jetzt. Da hinten ist sie zu sehen. Aber weiß nicht, ob ich das da noch hinschaffe. Ja. Hier muss man sich entscheiden, ob man zur Hütte, zum Hallanger Haus geht oder zur Alm. Alm ist ein Tick näher. Aber ich fahre zum Haus oder eher gesagt vielleicht schieben. Ja, der Flachlandradler hat es wieder geschafft. Uff. Und zu der Frage, warum macht man das eigentlich? Deswegen.
Man fährt auch hoch, um auch wieder runter zu fahren. Ich habe da eben noch mal einen Liter Spezi getrunken und jetzt geht's wieder runter. Ja, der Weg hier hoch, das war 50-50 mit Schieben und Fahren. Ah, das wird jetzt auch keine rasende Abfahrt. Der Weg ist ja das Ziel. Ankommen, sicher ankommen ist wichtiger. Okay, dann auf geht's ins Tal. Ja, unten bei der Alm wieder angekommen. Tut da doch ganz schön weh oder strengt an in den Finger, in der Hände, dieses Dauerbremsen. Aber jetzt ist man ja sicher unten. Der Restweg ist ja nicht steil. Da kann man wieder gut fahren. Ja, aber ich glaube, ich mache hier aber noch nicht zu Ende, weil der Rückweg wird ja auch schön sein. Also, denn auf nach Scharnitz. So, ich habe beschlossen, ich mache jetzt hier eine Genießerpause und beende damit auch das Video hier. Ja, war ja eine tolle Tour. Bis zur Kastenalm geht's auch ohne Strom. Das war ja die reinste Autobahn hier. Aber es würde auch ohne Strom gehen. Natürlich da hoch zur Hütte. Das war ganz schön steil. Da könnte man Strom eigentlich ganz gut gebrauchen, aber ich habe lieber geschoben. Das war meine Ehre sozusagen. Also geschafft habe ich's. Das Wetter hat auch super gehalten. Trotz 70% angesagter Gewitter, also echt klasse heute, dass das so gepasst hat. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin oder wie man auch hier sagt, Servus. Bis zum nächsten Mal.